Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Empire Total War mit Großbritannien, und es gibt eine schlechte Nachricht. Und zwar läuft heute schon alles ein bisschen blöd. Ich habe am Ende vom letzten Part nicht abgespeichert, schon mal das eine. Da wollte ich gerade eben nochmal den Part halt nochmal neu aufnehmen, und dann lief irgendwie alles schief. Das bedeutet, ich habe lauter Sachen gemacht, die ich jetzt vielleicht erklären sollte. Also erstmal habe ich Polen-Litauen ein Geschenk gemacht, dass sie mir nicht den Krieg erklären. Dann habe ich Frieden geschlossen mit Preußen, einfach so, ohne irgendwelche Bedingungen. Dann habe ich mein Geld dafür ausgegeben, um Truppen zu regenerieren und um hier die ganzen zerstörten Siedlungen wieder aufzubauen. Und des Weiteren habe ich meine Flotte hier zurückgezogen, wobei die Schlacht gerade eben gezeigt hat, also gerade eben, als ich nochmal gespielt habe, gezeigt hat, dass ich das trotzdem verliere. Also ziehen wir uns eben noch weiter zurück. Vielleicht greifen uns die Spanier nicht an. So. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die nächste Runde. Wir umgehen jetzt also die Schlacht um Hannover. Die war sowieso, ja, es war gut, dass ich sie gewonnen habe, aber hat dann am Ende halt auch nichts gebracht. Also haben wir es jetzt auf dem diplomatischen Weg gelöst. Hoffen einfach, dass Polen oder Preußen uns jetzt nicht den Krieg erklären. Und dann sollte es eigentlich laufen. Notfalls geben wir halt Hannover auf und erobern uns später zurück. Die Invasion war ja sowieso eher so, ja, Es war schon eine gute Invasion mit einer guten Armee, aber es war halt auch einfach nur eine einzige Armee. Momentan läuft die Rundenberechnung sehr weit, so weit war ich übrigens noch nie. Beziehungsweise eigentlich müsste jetzt Spanien kommen. Oh, Spanien hat mich nicht mal überfallen. Ist das nicht schön? Gut, also wir sind jetzt in einer Runde, die ich selber noch nie war. Großbritannien, Vereinigte Provinzen, warum das schadet, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe einfach, dass sie mir nicht den Krieg erklären, sonst muss ich sie... Okay, ihrem Edelmann ist gelungen, eine Technologie zu stehlen. Sehr gut. St. Patrick's Day in New York. Oxford kann also was Neues erforschen, so wie es ausschaut. Haben wir aber fast alles erforscht. Das freut mich natürlich. Wir müssen natürlich gucken, dass unsere Forschungseinrichtungen intakt bleiben. Das ist somit das Wichtigste von allem. Wir müssen unbedingt Nachteile, die wir haben, aufholen. Und ich denke, jetzt sind sie tot. Sehr gut. Das bedeutet, wir können in Hindustan wieder Fuß fassen, und wir verdienen jetzt auch eine ganze Stange Geld, definitiv. So, jetzt wird uns gleich noch was gelingen, was wirklich schon längst überflüssig ist. Ah, wahrscheinlich müssen wir erst noch belagern. Speichern wir das Ganze mal unter Test ab, weil ich würde es gerne auswürfeln lassen. Sieg, sehr gut. Wir haben Neapel eingenommen. Was ist gut daran? Folgendes: Fraktion vernichtet Spanien. Diese Nation wurde zerstört und ihre Heimatprovinz ist an den Feind gefallen. Eine einstmals große Nation wird nun nicht mehr sein als eine Fußnote der Geschichte. Ich finde es im Englischen bedeutend epischer, aber gut. Eure Provinz erobert Neapel. Gut, ich würde die jetzt eigentlich auch sehr gern einfach nur wieder freilassen, aber ja, es ist halt so. Jetzt können wir auch mal schauen, wie sich das in Europa weiterentwickelt. Falls mir natürlich Niederlande den Krieg erklärt, können wir direkt von Süden losmarschieren. Sonst können wir hier in Preußen einfallen. Wir müssen unbedingt die Armee hier natürlich wieder hochbekommen. Das bedeutet, ganz schnell Infanterie rekrutieren, um die Festung verteidigen zu können. Hier müssen wir ganz schnell Schiffe rekrutieren. Wo haben wir den besten Hafen für sowas? Hier. So. Gute Flotte. Steuer seht ihr auch gerade. Alles recht übel. Ich kann jetzt weiter... Handel überfallen. Sehr gut. Mit wem bin ich denn jetzt eigentlich noch im Kriegszustand? Ja, Maratenreich und... Neues Maratenreich, echt. Das ist jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit, das anzugreifen. Bräuchte nur eine Flotte mit einer Armee. Da habe ich eine Armee. Da habe ich eine Flotte. Da habe ich noch meine Armee. Ja, nicht ganz. Ich habe da drüben meine Armee. Die muss ich aber auch mal kurz wieder... Ah, die ist noch nicht ganz... Ja, ich habe kein Geld zum sie auffrischen. Aber wir könnten unsere Flotte mal in die Richtung bewegen. Könnten wir damit... Ah, fuck, nee, können wir nicht. Wir müssen sowieso über den Atlantik dorthin. Aber es geht ja trotzdem recht flott. Ja, ich denke, das kriegen wir eigentlich alles hin. So schlecht ist das doch gar nicht. Die Situation momentan ist gut. Wir verdienen sehr, sehr viel Geld. Wir können jetzt vielleicht noch gleich die Vereinigten Staaten von Amerika ausschalten, was natürlich auch nicht schlecht wäre. Weil es ist eine sehr merkwürdige Armee, die wir da haben, aber... Ja, brauchen wir noch eine Infanterie dazustellen. Ah, nehmen wir eine Kavallerie, die kommt auch so weit. Was? Die Kavallerie kommt nicht so weit wie die Infanterie? Was ist los? Wieso kommt die Infanterie weiter? Ja, okay, egal. Nehmen wir eine Infanterie, nehmen wir die hier. Ah, verdammt. So,
Schon besser. Also jetzt haben wir dann einen Fullstack. Ja. Da müssen wir unbedingt die Armee reinstellen, damit die hier nicht rebellieren. Können wir auch wieder Steuern verlangen. Gucken wir mal in der Politikkarte, wo es denn sonst noch eng wird hier. Können wir aber trotzdem steuern. Nein, da können wir keine Steuern verlangen. Wobei, ist das ein Anzeigebug? Weiß nicht. Können wir vielleicht mal sicher jetzt aber auch eine Einheit reinstellen. So eine einzelne. So, jetzt müsste es funktionieren. Gut, wir sehen es ja dann, wenn es Aufstände gibt oder sowas. Okay, wahrscheinlich die Armeen, die man hier unten war. Ich sollte generell mal meine Armeen suchen. Also, wir haben eine Armee in Madrid. Dann noch hier eine in London, die extrem angeschlagen ist. Neapel, die angeschlagen ist. Mexiko. Okay, wir haben tatsächlich nicht so viele Armeen, wie ich dachte. Wahrscheinlich verdienen wir deswegen auch so viel Geld. Müssen wir das mal unter Kontrolle bekommen. Können wir mal wieder gut mobil machen. Ich meine, ja, wir verdienen ja jetzt auch gerade nicht wenig Geld, muss man dazu sagen. Können wir also gut dafür nutzen. So, Preußen. Wäre gut, wenn ihr mir noch ein, zwei Runden gebt, bevor mir den Krieg erklärt. Genauso wie Polen, Litauen. Ich meine, die Niederlande dann einzunehmen, wäre halt echt eklig. Ich hoffe einfach, dass sich die KI auch weiterhin gegenseitig zu fleischen und ich mir immer mal wieder einzelne Nationen raussuchen kann und die vollständig auslöschen kann. Auch wenn wir dadurch nicht unbedingt viel Gebiet erobern, lieber löschen wir die Nation aus, als dass wir viel Gebiet erobern, aber noch jede Menge Nationen existieren, die uns dauerhaft irgendwie wieder in den Rücken fallen könnten. Also, ja, umso weniger es da oben wären, desto besser. Kürzte Karabiner, Agent rekrutiert. Ah, seht ihr, nichts passiert. Da können wir uns ja noch Zeit lassen beim Belagern von Boston, New England. Okay. Armeen aufputschen. Also die brauchen auf jeden Fall mal einen General. Und, so wie es ausschaut, die Miliz kommt raus. Was brauchen die noch? Ich würde sagen, eine Artillerie. Machen wir zwei Artillerie und noch zwei Grenadiere draus. Hier nehmen wir noch zweimal leichte Infanterie mit. So. Ich sage, machen wir hier einfach gleich weiter. Wir können hier mal flotten. Was kommt denn sonst noch? Da oben. Ja, brauchen wir nicht. Rekrutieren wir schon gut was. Ich meine, da sollten wir unsere Hauptflotte rekrutieren. So. Dann können wir da oben in England wieder Truppen holen, weil da können wir uns ja quasi eine halbe Armee ausheben innerhalb von einer Runde. Restliche Geld fließt nach Indien. Jetzt auch wieder mehr oder weniger Fullstack. Dass wir das Ganze hier sichern können, wobei das Mogulreich halt immer noch ein echt ekliger Gegner wird. Ah, da haben wir eine Flotte von uns, das ist ja schön. Aber es ist nur so eine kleine Transportflotte, die sich dazu auch noch nicht bewegen kann. Sehr schön. Hat die KI gut gemacht. Ja, was haben wir denn sonst noch hier auf der... Auf dem Kontinent, wollte ich schon sagen, auf der Insel, ist aber eine sehr große Insel. Da kann man auf jeden Fall noch Geld reinstecken, wobei das bedeutet, mehr Geld brauchen wird. Da kann man da ein bisschen noch was auslöschen. Drüben brauchen wir auf jeden Fall auch eine Flotte, eine kleine, habe ich sogar. Die überfällt hier aber Handelsrouten. Gut, haben wir das auch gut unter Kontrolle. Jetzt sind wir hier auch mobil. Ja, wenn die Vereinigten Provinzen mir den Krieg erklären, dann weiß ich, welche Provinz wohl als erstes fällt. Das ist ja totaler Wahnsinn. Die können sich einfach gegen mich nicht verteidigen. Aber es ist nun mal die KI. Die klärt einem auch nur Krieg, um einmal auf den Sack zu gehen. Aber so ist er halt. Schau ich mal, ob es irgendwelche Kommentare gab. Nice Video. Vielen Dank. Hat man ein Einheitenlimit? Nein, aber man kann halt nur so viel Truppen rekrutieren, wie man auch unterhalten kann. Die, die Truppen kosten einmalig Geld, um sie holen. Und da muss man denen natürlich noch Essen zahlen, Munition etc. Bedeutet, es kostet auch Geld, die zu unterhalten. Und wenn Männer sterben, muss man die auch wieder neu einstellen. Es kostet auch Geld. Das bedeutet, man kann sich nur eine gewisse Armee leisten. Danach ist man einfach pleite. Ja, Tom meint, ja, ich soll die Truppen, also ich soll die Flotte in der Anfangsposition quasi lassen. Auch wenn ich keine Dinge schlagen möchte. Keine Flottengefechte, ist das ein guter Tipp. So, was können wir denn da alles jetzt nicht mit reinnehmen? So, in der Richtung.
Ah, nehmen wir die Steuer nochmal raus. Können wir auf die 4500 verzichten? Ja, es tut weh, aber wir können es machen. Können wir vielleicht noch alles Mögliche reparieren? Das macht es dann auch noch einen Tick besser. So. Der Universität zieht halt Zufriedenheit auch extrem runter. Das muss man dazu sagen. Also, wir haben jetzt hier eine Armee, die. Also, mehr oder minder vollständig. Jetzt haben wir hier noch einen General rein. Und noch 4 Einheiten A. 5 Einheiten Artillerie. Noch 5 Einheiten Kavallerie. Und der Rest macht dann Infanterie. Ja, wobei, vielleicht ist es doch ein bisschen mit 4, machen wir 4 Einheiten davon. Dann noch Infanterie dazu. So. Gut, das sind schon mal vernünftige Schiffe. Die haben auch eine gute Reichweite, muss man dazu sagen. Weil ich glaube, alle Schiffe haben so eine gute Reichweite. Die Armee in Neapel, wie viel Geld brauche ich noch? 5800, das ist jetzt sonst. Das sind natürlich die akutischen Armeen, also die brauchen wir am ehesten. Da sollten wir auf jeden Fall das Geld reinstecken, so viel die Einheiten brauchen. Mit denen kämpfen wir ja momentan. Also wir natürlich schauen müssen, dass die Armee hier vollständig ist. Da können wir auch nochmal eine Infanterie rekrutieren. So. Sieht doch alles ganz vernünftig aus. Du bist aber immer noch belagert. Und die Armee da drin noch? Ja, wir brauchen die sowas von. Okay, da kann man vielleicht in Quebec nochmal eine kleine Armee rekrutieren. Da geht es ja auch recht flott. Queen Stranger, Plänker. Können wir 2 mitnehmen? Noch 2 Grenadiere. Und noch normale Infanterie. So, jetzt sind wir, naja, noch nicht ganz pleite, aber nah dran. Das bedeutet, das ist hier eigentlich auch alles Spannpuckelgewehr. Ja, was sagt eigentlich die Forschung? Müssen wir da irgendwas noch dazu bauen? Jupp. Nächstes Mal eine Heeresleitung. Und hier ein Wasser. Gut, darauf sollten wir natürlich auch achten, dass wir uns die Forschung nicht blockieren. Das wäre ein bisschen uncool. Ich gucke jetzt mal, ob es noch sonstige Kommentare gab, die irgendwas. Also. Es heißt nicht erste, sondern erste. Ich weiß, es ist aber SCA. Da habe ich doch Witze drüber gemacht, von wegen, ja, dass die ganzen deutschen Unternehmen im Ausland teilweise auch mit deutschen Sprüchen, ja, werben. Aber damit meine ich natürlich nicht, dass sie den Namen übersetzen sollen, aber das zum Beispiel, ich war in England, da war ich total schockiert, als da Audi immer noch mit Vorsprung durch Technik geworben hat. Ich meine, das versteht doch dort kein Mensch. Also, ein paar verstehen schon, aber die wenigsten. Da hat auch jemand gemeint, also ich finde deine Meinung ja echt nachvollziehbar, aber du hast, dass die Linke wirklich eine kommunistische Partei genannt, abgesehen davon, dass die Linke vielleicht 3-5% wirklich Kommunisten beeinhaltet, bla bla bla. Ja, also ich meine, die Linken als Kommunisten, ach komm, die Schlacht kann man wieder schlagen, die Linken als Kommunisten zu bezeichnen, es ist halt leichter, man kann sie auch als links außen oder radikal progressiv oder weiß Gott was bezeichnen. Ich bezeichne sie halt so sprichwörtlich eher als die Kommunisten, weil wir haben ja keine richtigen Kommunisten in Deutschland. Also es gibt die Konservativen, es gibt die Sozialdemokraten, es gibt die Grünen, es gibt die Liberalen, es gibt die Nationalisten und es gibt die Rechtspopulisten, wie ich sie gerne nenne, wobei sie das selber ungern hören, die Kollegen von der AfD. Und dann sind es für mich halt die Kommunisten, das hat mit dem Kommunismus an sich wenig zu tun. Ich denke, das war klar. Aber es ist einfach nur so zur Einfachheitshalber, dass man da nicht bei jeder Diskussion immer so... Ja, ich rede so oft über Politik, dass ich mir es halt irgendwann mal leicht gemacht habe und einfach alles abgekürzt habe und was Gott was. So. Standardshilfe, Freischilder, so. Ich muss dazu sagen, dass wir auch noch Verteidiger sind, was das Ganze halt noch viel, viel cooler macht. Also, die nehmen wir auf jeden Fall auf. Ach du Scheiße, wir haben auch normale Kanonen dabei, fällt mir gerade eben auf. Aber beide können auch hochschießen, zumindest so ein bisschen. Bedeutet, die Gegner werden wahrscheinlich nicht mal unbedingt weit kommen. Das Einzige, was wir vielleicht gruppieren sollten, wäre noch die Kavallerie.
Könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen so. Was die da gerade auch immer schießen. So, dann lassen wir den Gegner mal uns angreifen. Sind inzwischen auch in Reichweite. Das bedeutet, die Artillerie nimmt die wahrscheinlich ziemlich auseinander. Die armen Amis. Ich meine, viele meiner Abonnenten wird jetzt natürlich das Herz aufgehen. Man sieht eine amerikanische Armee vorrücken, während sie quasi im Flammenmeer untergeht. Aber gut. Ich glaube, wir sollten uns primär hier drauf konzentrieren. Ich weiß, das Wichtigste momentan. Kavallerie hier in der Flanke, das, ich denke, da können wir ein bisschen. Ja. Aber vielleicht versuchen, hier die Last von der Front zu nehmen. Da wird uns auch niemand flankieren, wie es ausschaut. Wir ziehen die Truppen schon mal richtig hin. Ach du Scheiße, so war es natürlich nicht geplant. Schreckt mich nicht so. Gut. Dann Freischilder, die kriegen wir auch wahrscheinlich weg. Und die, was ist denn das hier? Langgewehrschützen. Okay, sind wahrscheinlich auch sowas wie Fernkämpfer. Ja, meine Schwester war übrigens gerade in meinem Zimmer und hat mir mein Essen gebracht. Während ich mein Video gemacht habe, und jetzt lacht sie darüber. Na, immer diese 14-jährigen mich. Moment, sie ist 15, aber ihr wisst, was ich meine. Bürger mit Musketen, die fliehen auch gleich. Also im Endeffekt habe ich mit der Kavallerie genau das erreicht, was sie wollte, in der Massenpanik. Weil wir müssen die Gegner auch gar nicht ausschalten, es reicht eine Massenpanik. Ist auch billiger für uns im Endeffekt. Ach, da drüben haben wir jetzt doch noch Feindkontakt, so mehr oder weniger. Können wir mal vorrücken und das Ganze mit Infanterie regeln. Die Kavallerie ist zwar jetzt draufgegangen, aber die Kavallerie geht bei uns immer drauf. Das ist ja schon beinahe Standard. So, egal wo er mich jetzt angreift, er ist irgendwo. Wird er trotzdem von Fernkampf auseinandergenommen. Das Wichtigste, weil Kavallerie ist ja nur deswegen schlimm, weil sie immer meine Linien durchbricht. Was sind denn das für Gegner? Freischild, Langgewehrschützen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gut im Nahkampf sind. Gefecht beenden. Glorreicher Sieg. So löscht man die USA aus. So, nicht anders. Ach ja, und die Linke als Kommunistenpartei, naja gut, ich meine, das ist die alte SED, das darf man halt auch nie vergessen. Und die SED, das waren, gut, Kommunisten an sich, Kommunisten, reine Kommunisten, die gibt es so wenig wie den perfekten Markt. Das gibt es einfach nicht, aber man muss ja irgendwo mit der Definition Kommunismus mal anfangen können, zumindest. So, Heeresleitung, gut, dann haben wir gleich unsere Heeresleitung, wir müssen sie gar nicht ersparen, das freut mich natürlich. Natürlich sehr schön. Dann haben wir direkt noch einen Kolleg hinterher. Zack. Sonst haben wir alles gebaut, so wie es ausschaut. Ja. Ah, nee, noch nicht. Marinerad müssen wir noch ausbauen. So. Dauert halt 6 Runden. Wie viel Geld gibt es denn? Nur noch 21.000. Vereinigte Staaten. Oh. Gut. Truppen brauchen hier noch mal ein bisschen. Die sind eigentlich ganz vollständig. Da hatten wir unsere Kavallerie noch nicht ganz. Dafür noch 2 Einheiten. Ah, genau, nee. Gut, dann machen wir noch eine Handvoll Grenadiere mit. Noch 2x leichte Infanterie. Der Rest normale Infanterie. Sehr gut. Mit der Marine sieht es auch gut aus. Was Polen-Litauen da auch immer vorhat. Gut, wir lassen die Flotte jetzt mal hier stehen, beziehungsweise wir schicken einfach alles, was wir an Flotte haben, mal darüber. Dann versuchen wir uns erstmal hier zu halten. Also erstmal so ein bisschen wieder Armeen aufzubauen, bevor wir die nächste große Offensive starten. Weil jetzt können wir eigentlich gerade wirklich durchatmen. Also ehrlich gesagt weiß ich sogar nicht mehr, was wir jetzt momentan tun sollen. Wir können hier vielleicht auch nochmal eine zweite Armee ausheben. Definitiv auch kein Fehler. Ist die Indien-Kompanie überhaupt nicht? So. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Ich gucke nochmal über die Kommentare drüber. Ging aber meistens um Rouge oder irgendwas anderes.
eigentlich nicht. Wann kommt League of Legends? Momentan erstmal gar nicht. Mal schauen, vielleicht irgendwann mal wieder. Ich habe sowieso momentan so eine, weiß nicht, so meine Motivation, irgendwas zu zocken, ist so gering. Ist vielleicht auch gut, wenn ich dieses Jahr mein Abitur mache, aber ja, solange ich meine Videos aufnehme, denke ich, reicht es. Naja, das Osmanische Reich, militärischer Zugang, warum denn auch nicht? Greifen sie mich schon eher weniger an, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich will. Dass die Länder sich gegenseitig platt machen und nicht mich. Militärisches Bündnis, ich gebe euch, ich will kein militärisches Bündnis mit euch Schweden, zumal die eh nichts wert sind, die werden sowieso direkt wieder gebrochen, das ist so schade. Säkulärer Humanismus. Das freut aber die Leute. Okay, sie wechselt die Hände, okay. General ist mal wieder tot. Rekrutierungsberichte. Der ist doch löblich, würde ich mal sagen. Ah, verdammt, ich wollte nach Europa. Haben wieder gut was an Flotte zusammengekriegt. Und auch an Armee. Na, da wird das ja gerade noch ausgebaut. Die Heeresleitung, die bauen wir ja gerade aus. Ach, warte mal, was? Ach, okay, die Flotte kann nicht so groß sein. Das ist natürlich interessant. Alle neutral. Ich kann das hier nicht überfallen, oder was? Das ist immer richtig nervig. Fallen wir eben hier drüben. Wie verdienen wir jetzt? 2000, okay. Ha, direkt 3000 mehr. Gut, jetzt packen wir mal einen Hafen von Neapel und ihr sagt mir jetzt bitte nicht, dass Neapel keinen Hafen hat. Das wäre nämlich ziemlich erbärmlich. Ach Leute, gehört Sizilien auch noch dazu. Das ist natürlich schön, das freut mich. Weingüter. Kann ich jetzt natürlich Preußen in den Rücken fallen. Aber solange die mir nicht einen Krieg erklären, sehe ich halt auch keinen Sinn darin, den Krieg zu erklären. Räumen wir solange halt echt in den USA auf und rekrutieren Truppen. Ja, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Es geht eigentlich, hat sich sogar in Grenzen. Und mal noch die Steuern raus, die können wir später wieder reinpacken. Warte mal kurz. Ah, ich brauche eine Heeresakademie. Oh Gott. Natürlich brauche ich eine Heeresakademie. Heeresleitung war die Vorstufe. Heeresakademie hier. Und hier bauen wir auch gleich noch das Ganze aus. So, zum Glück Zugang. Das bedeutet, brauchen die Flotte gleich hier oben bei dem ihrem Hafen, wenn sie einen haben. Gut, der ist hier. Gut. Und da mein Essen schon wieder neben mir liegt und mir gerade eben in die Nase steigt, würde ich sagen, wir speichern hier jetzt einfach mal ab. Es war sehr erfolgreich, sehr ruhig, aber wir planen die Invasion. Wir müssen überlegen, wie wir es machen im Optimalfall. Packe ich hier noch eine zweite Fullstack dazu, packe hier noch eine zweite Fullstack dazu und lande hier mit 1-2. Und dann kann ich, ja, Preußen einfach überrennen in, sagen wir, 5 Runden. Und das müssen wir halt einfach, wir können keine langen Kriege führen. Wir müssen, wenn wir einer Nation den Krieg erklären, sie innerhalb von 10 Runden oder so auslöschen. Umso länger der Krieg geht, umso, wisst ihr, wie ich meine. Weil wir die Nation ausgelöscht haben, verschwinden auch die ganzen Fullstacks, die überall rumstehen. Wenn die dann mehreren Fronten angreifen können, hat echt von Vorteil. Da ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass uns in der Zwischenzeit irgendwie irgendwas dazwischen kommt, irgendwie, dass uns jemand den Rücken fällt, etc. Aber gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier ab. Diesmal als, müsste dann 37 sein, oder? Oder 36, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich speichere es jetzt mal als 36 ab. Aber gut, dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.